Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. So, wir landen hier wieder einmal gemütlich in Springfield und heute beschäftigen wir uns mit dem Knäudoleum. Teil 3 natürlich. So, in den anderen zwei Teilen haben wir das Gebäude an sich gebaut. Falls du diese zwei Teile nicht gefunden haben solltest, du möchtest diese Gebäude gerne nachbauen, dann verlinke ich dir das einmal unten in der Videobeschreibung, kannst du mal durchgucken. Da habe ich auch im ersten Teil nochmal gezeigt, oder ein bisschen noch was über das Gebäude gesprochen, die Folge dazu nochmal eingeblendet, falls du das Ganze dir auch nochmal angucken möchtest. Denn jetzt machen wir die Tür da durch und ich habe das Gebäude so eingerichtet, wie es in der Folge ist. Ich werde dazu immer auch das passende Bild einblenden, damit du wirklich sehen kannst, hey, der schwatzt dir jetzt nicht irgendwas auf, der zeigt dir das auch, wie das eigentlich aussieht. Was du noch nicht siehst, ist ein Parkplatz, weil ich war mir noch überlegen, wie ich einen Parkplatz ranbaue, ob ich den jetzt an einer ganz normalen Seite mache oder hier hinter, aber ich glaube, ich baue erstmal noch hier das nächste erstmal hin. Die Kenner von euch wissen das. Was das schon sein könnte, ist das auch erstmal nur der Vorbau, das Original wird da auch wieder anders aussehen. Aber jedenfalls gucke ich mal, wie ich das Ganze wieder anpasse noch mit einem Parkplatz. So, ich würde sagen, wir legen los ins Knäudoleum rein. Aber vorab, ich habe noch was geändert. Ja, ich habe was geändert. Und zwar ganz einfach, hier oben, dieser Anbau, da habe ich einfach die Decke noch, sage ich mal, einfach so gemacht, dass hier nur eine Blockschicht ist. Bei den Erklären hatte ich hier zwei Blöcke und die fand ich irgendwie doof und habe dann nochmal das geändert. Aber das war das Einzige, was ich geändert habe. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Wie gesagt, ich blende dir immer die Bilder dazu ein. So, wenn wir erstmal reingehen, ist auch wie in der Folge erstmal hier so ein Laufband. Da stellt man sich rauf und dann wird man natürlich hier hingetragen. Sage ich mal denn zum ganzen Eingang. Ja, und dabei war auch ein riesiger Fernsehbildschirm hier irgendwie an der Seite. Ja, das soll ein Fernseher darstellen. Da hat dann Troy McClure die Leute begrüßt und sie ein bisschen was über irgendwelche Sachen noch ein bisschen informiert hier. So habe ich ganz so ein bisschen versucht darzustellen, weil der Fernseher war auch so ein bisschen schräg raus. Wie immer, ich stelle mich hier kurz hin, da ist dann blende ich dir ein, dann weißt du, was ich meine. Und ja, da war Träume Glue drauf und hat die Leute ein bisschen darauf hingewiesen. Mal versucht so ein bisschen darzustellen. Der fällt auf, ich habe das Ganze auch ein bisschen runtergebaut. Das ist ja eigentlich in der Folge, ist das alles gerade. Nur wir haben, sag ich mal, da gehe ich nochmal kurz raus, die Spiele-App-Variation gebaut. Und da kann man es natürlich nicht so ganz einrichten, wie es denn, sag ich mal, in der Folge zu sehen ist. Von daher muss man sich da ein bisschen was einfallen lassen. Und ich hatte einfach die Idee, ich gehe hier einfach so ein bisschen schräg runter. Und habe dann auch hier auf meiner Welt mit Command-Blöcken ein bisschen mal gearbeitet. Ja, da muss man sich auch mal ein bisschen mich zu bringen, dass ich das mal mache. Und ich habe mir einfach überlegt, Mensch, ich hätte jetzt übelst tief bauen müssen, bis ich, sage ich mal, unter der Erde bin, dass ich da eine gewisse Höhe habe. Von daher habe ich einfach mal heute Teleport-Commands genutzt. Fliegen wir runter. Hier ist auch dieses riesige Gebilde alles. Nicht so viel zeigen. Ist ein Teleport-Command, ganz einfach, ihr müsst nur TP, denn Add-Zeichen soll das sein und dann nochmal ein P und dann natürlich die Koordinaten, wo ihr hin wollt. So, das habe ich dann einmal hier gemacht, das sind die Koordinaten, wo ich jetzt hin will und wenn man da dann drauf geht, kommen wir hier rein und dann habe ich hier dann nochmal ein Command gemacht, wo du dann wieder zurückkommst. So, erstmal wie immer blende ich dir die Bilder dazu ein, einfach mal passend, immer so kurz, zack, zick, ja, hier ist gleich der Eingang, hier kommt man eigentlich gleich nach der Treppe hin. Und ja, wie würden wir hier anfangen? Einfach mal jetzt mal hier die Seiten ein bisschen. Ich sah ja eine Double Helix, ne, so DNA-Strang, der hier ist, sollen irgendwelche Rutschen sein. Ich weiß gar nicht, wie die Kinder da so genau hochgekommen sind, haben sie nicht so ganz gezeigt. Ist irgendwie in der Decke verschmolzen oder, naja, sah man nicht so richtig. Sind da jedenfalls welche auch runtergerutscht? Und dann kann man hier unten in den Club, kommt man denn hier an oder wer weiß, wie sie da hochgekommen sind. Naja, jedenfalls hier ist die Double Helix. Dann gab es noch ein Teleskop, wo die Leute dann hier hochgehen konnten und dann hier einfach so reinluschern können und gucken, ja, was halt ganz groß vergrößert werden konnte. Das Ganze heißt hier Makroskop. Auch nochmal. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu mal so viel sagen soll zu den Dingern. Einfach mal so gebaut, wie sie es halt auch gezeigt haben. Dann gab es hier noch einen Erdkrustensimulator. Der war auch relativ fetzig. Könnte mir auch vorstellen, dass sowas auch vielleicht in echt gibt. Und zwar ganz einfach, wenn man denn hier so hochgeht, dann wackelt das hier natürlich, symbolisiert oder stellt einfach mal so ein bisschen die Erdkrusten, wenn sie sich halt verschieben da. Und dann war hier unten noch irgendwie so ein kleines Sprungtuch oder irgendwie so, wo man draufjumpen kann, falls man natürlich hier runterfallen sollte, dass man sich hier nicht verletzt. So ist auch der ganze Boden hier aufgebaut, weil in der Folge,
Da musst du einfach ein bisschen gucken. Ich verleite dich immer dahin, das Ganze auch ein bisschen sich anzugucken. Erzählen sie ganz viel auch darüber. Das haben irgendwie American Football oder so hat den Boden gespendet und darum ist er auch so elastisch. Genauso wie die Decke ein bisschen. Die ist auch elastisch. Also das, oder die hält so richtig. Also da kann man sich richtig rankleben. Darum sieht die auch so ein bisschen komisch aus. Ich habe versucht, das Ganze doch ein bisschen zu beleuchten. Ich wollte nicht überall solche Lichtquellen hinsetzen. Und dann kam ja doch so ein schönes Muster dabei raus. Naja. Ja, insgesamt ist das hier die Halle der Wunder. Hier hinten ist dann einfach so ein bisschen so ein kleiner Vulkan dargestellt mit einem, na, was könnte das sein? Ich habe einfach mal irgendwie so inspiriert nach dem Bild so ein bisschen versucht, das Ganze nachzustellen. So ein T-Rex soll das sein. Einfach so ein Skelett. Hast natürlich auf dem Bild schon erkannt. Naja, einfach versucht so ein bisschen halt das Ganze darzustellen. Wie soll man auch in Minecraft immer so einen T-Rex bauen? Ne? Das ist aber... Ja, dann gibt es noch ein bisschen was zu den Wänden noch zu sagen. Und zwar, das sind keine Kletterwände, wie man sich das hier ansieht. Das soll so ein bisschen das Weltall darstellen. So mit Sternen und ganzen Planeten haben sie auch an den Wänden überall gehabt. Also eigentlich ein ganzer Raum voller kurioser Sachen. Ne? Die Halle der Wunder. So, jetzt kommen wir ein bisschen zum Inhalt der Folge. Also hier wird auch ein bisschen gespoilert halt. Und zwar, die Simpsons haben sich hier in der Halle auch aufgeteilt. Homer, der wollte sich ein bisschen was angucken. Und zwar... wollte sich hier ein bisschen was angucken, sage ich mal ganz einfach. So ein bisschen was spielen. Hier steht so ein bisschen was zum Thema. Habe ich natürlich hier in Minecraft nicht so reingehauen, aber so ein bisschen halt alles ein bisschen dargestellt, wie in der Folge das ist. Ein Bild kommt auch gleich. Und hier hat Homer, ich zeige das jetzt hier nicht so ganz genau, ja, hat Homer hier sowas gespielt. Und hier mache ich auch das Bild jetzt einfach mal rein. Zack, puff. So mal die Ansichten, die ich hatte. Und da hat er was gespielt. In der Folge sah man auch nicht, was jetzt hinter mir ist. Ich werde das hier auch einfach mal nicht genau zeigen. So, zack, zack, gesehen. Ja, hat er hier so ein bisschen was gespielt. Hier oben sind noch so ein paar Soundboxen versteckt, damit man dieses Spiel auch ein bisschen hört. Das Ganze soll hier so ein Sitz sein, wo er ein bisschen was abschießt. Naja, ihr müsst euch die Folge angucken. Dann wisst ihr schon Bescheid. Jo, gehen wir mal hier schnell weiter. Ja. Dann gibt es hier noch ein bisschen was in der Halle zu sehen, und zwar außer jetzt dieser riesigen Eingangshalle hier. Und zwar, wenn man hier hinten ein bisschen lang geht, zack, 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 können wir ein bisschen hüpfen, kommen noch ein paar kleine Sachen. Auch wieder ein Easter Egg ist hier mit bei. Kommen wir erstmal hier vorne dahin. Da könnte man erstmal grübeln, was soll das Ganze darstellen, na, was sieht das überhaupt aus. Und zwar ist das Ganze ja ein PC. Und zwar, der liebe Dr. Frank hat hier auch etwas ausgestellt, und zwar sein super Hightech-PC. Hat das den Kindern so ein bisschen präsentiert, wollte ein bisschen die Wissenschaft beibringen, wollte ihnen zeigen, was er alles so drauf hat. Am Ende ist die Maschine, sag ich mal, sehr heiß gelaufen. Mal so leicht untertrieben. Und ja, da weiß man immer, was der Dr. Frank hier noch so drauf hat. Aber hier ist er noch heil, also noch ist hier nichts passiert. Noch steht sie hier. Denn gab es in der Folge eine Szene, wo der Mars nachgebaut wurde, also jedenfalls so ein bisschen die Oberfläche. Bei mir ist das Ganze ein bisschen kleiner als in der Folge. Wie man auch ein Bild blende ich hier ein. Ich sage mir einfach manchmal, weil hier war Bart auf dem Mars, und ich denke mir manchmal, weil als Kind stellt man sich manche Sachen so übelst groß vor, ne? Und wenn man später in ein paar Jahren sich das nochmal anguckt, dann denkst du, Alter, das ist ja heutzutage so klein, aber früher, ne, stellt man sich das Ganze doch ein bisschen größer vor. Hier so der Mars mit seinen Oberschicht, hier soll das Ganze so ein Krater ein bisschen darstellen. Und das hier soll so ein bisschen den Mars Rover symbolisieren. Mit seinen Solarzellen, ne, damit er sich auch fortbewegen kann. Der Mars an sich halt. Ja, dann haben wir hier noch ein kleines Easter Egg. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Vielleicht errätst du es. Das Gelbe ist ein Ohr. Aber was im Ohr drin steckt, das ist hier immer die Frage. Ja, hier haben wir noch ein kleines Schild, ne? Das Ohr an sich. Ich weiß nicht genau, was da drauf stand. Das haben sie nicht so richtig gezeigt. Und da habe ich einfach mal draufgeschrieben, das soll ein Ohr sein. Für alle, die vielleicht mal dann hier auch mal so sich die Welt mal angucken oder sich das hier erkunden, die fragen sich, ey, was ist das? Soll ein Ohr sein. Und da steckt irgendwer drin, den könnten wir eigentlich mal rausziehen, obwohl... Na, der steckt so fest. Ich glaube, hier muss ich noch mir einen zweiten ranholen, damit wir den hier rausgezogen bekommen. Halt durch. Hilfe kommt schon irgendwann. Ja, so ein bisschen hier noch hingebaut. Und ja, das ist eigentlich die Halle der Wunder vom Knoidoleum. Ich hoffe, ich habe alles reingebaut, was man da sah. Ich weiß nicht, ich weiß ja immer nicht, ob man das überhaupt nachbauen möchte, ob man sich überhaupt die Mühe macht, sich das hier alles einzurichten. Ich zeige dir das Ganze nochmal von draußen, weil
Wo fliegen wir am besten raus? Ich fliege einfach mal hier so raus. Ich baue mich am Ende auch wieder. Obwohl, wir gehen hier wieder rein. Ja, ich zeige dir das Ganze mal, wie ich das von außen gebaut habe. Ich habe das einfach in eine runde Form gemacht. Da habe ich auch Glück gehabt, dass das irgendwie alles gepasst hat. Na gut, jetzt hier das mit Homers Kammer. Die muss ich nochmal ein bisschen extra bauen. Einfach mal ein bisschen rangebaut. Aber man hätte überall halt an den Seiten ranbauen können. Das ist auch mal gut an so einen Kreis. Ja, kann man sich hier machen. Aber ich glaube, wir sehen hier gar nichts. Sag mal, ich hole mir einen Nachtsichttrank. Milch habe ich auch gleich, ne, falls wir den Trank aufheben wollen. Ja, jetzt sehen wir es oft besser. Ja, einfach mal so eine runde Form so ein bisschen runter hingebaut. Ich habe auch ziemlich doll, sag ich mal, den Boden bearbeitet. Der Boden besteht aus einmal einer was ist das hier nochmal? Seelaternen waren das, ne? Ach, ich sehe das gar nicht. Ja, Seelaternen waren das. Seelaternen habe ich da platziert. Darauf waren dann Schleimblöcke und darauf war Teppich, damit der Boden natürlich auch gut beleuchtet ist. Weil ich weiß ja, bei Minecraft ist es immer schwer, Höhen zu beleuchten. Das sehen wir nochmal, wenn wir reingehen. Ich muss mich immer mal so drehen, damit du das eine da nicht siehst. Ja, man muss sich die Folge angucken, dann weißt du, warum ich das so ein bisschen vertusche. Ja, warte mal, ich trinke mal Milch, dann siehst du das besser. Da ist Milch. Ja, habe ich den Boden halt ein bisschen beleuchtet, ne? Wie gesagt, da ist Teppich drauf, darunter sind Schleimblöcke, damit man natürlich hier hüpfen kann. Und dann Seelaternen. Man kann natürlich auch jedes andere Glasmaterial nehmen, aber ich habe auch in der Decke Seelaternen verwendet, von daher hat das Ganze doch irgendwie immer, ist irgendwie passend. Ja, so habe ich das Ganze hier unten am Boden beleuchtet, kann man sagen, ist auch eigentlich relativ gut. Auch die Decke, wenn man da so ein paar Lampen reinmacht, sollte das Ganze ausreichen. Aber man sieht ja, es sind überall so, hier diese Mitte von diesem Raum, die ist immer unbeleuchtet. Die kriegt man auch gar nicht beleuchtet, es sei denn, man müsste dann hier die Seiten noch komplett einmal ausleuchten. Aber die Wände waren jetzt nicht so beleuchtet, von daher habe ich das Ganze einfach mal nicht gemacht. Und hier hinten natürlich, die Halle der Wunder ist auch nochmal so ein Leuchtschild. Ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit. Ich weiß noch nicht, was ich so sagen soll noch zu der Halle der Wunder. Ich finde es einfach nur interessant, dass ich das überhaupt so nachgebaut habe. Ich habe erst immer gegrübelt, ob ich das auch so nachbaue oder ob ich da irgendwie einen anderen Mix reinmache. Aber naja, warum nicht? Ja, gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir aus der Halle der Wunder raus und teleportieren uns wieder nach oben. Zack, puff, da sind wir hier. Perfekt hier so gelandet. Dann lassen wir uns hier rück. Auf Wiedersehen, Träume Klur. Und dann sind wir hier wieder draußen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Knäudoleum. Ihr seid zufrieden, wie ich es eingerichtet habe. Wie gesagt, ich habe da echt auf die Folge geachtet, damit das Ganze doch ein bisschen originell wird. Und ja, so, dann war's das hier. Was wir als nächstes bauen werden, ist wieder das Rätsel. Ich vermute ganz stark, es wird dieses Objekt werden. Was es ist, siehst du ja denn. Aber ich drehe mich noch kurz um. Da hinten, wenn du das Video kurz anhältst oder gute Augen hast, erkennst du auch schon irgendwas. Ich weiß nicht genau, was es wird. Na gut, ich weiß es ja schon, aber ich sag's dir einfach nicht. Ja, wird auch wieder was entworfen und so an sich war's das Ganze hier. Gut, ich würde sagen, ich stelle mich einfach vorne safe hin. Jo, Knäuelin ist fertig, ich bin zufrieden, wie es geworden ist. Vielleicht kommt noch ein Parkplatz dazu, aber ansonsten heißt es ganz einfach, wir stellen uns vorne safety hin. Und wenn wir safety stehen, dann war's das Ganze. Und dann sehen wir uns zur anderen Folge wieder. Also, haut's rein und... Tschüss.